Zwischen Ammer und Schönbuch liegt die Gemeinde Ammerbuch. Altingen, Breitenholz, Entringen, Pfäffingen, Poltringen und Reusten bilden eine starke Gemeinschaft und sie sind Heimat für Alteingesessene genauso wie für viele junge Familien. Gerade die frühkindliche Sprachförderung liegt mir am Herzen und deshalb freue ich mich, dass das Familienzentrum am Alten Emmerle und der Kindergarten Fliederstraße hier Unterstützung durch den Bund erfahren hat. Aber auch am Ochsen hat der Bund die Elektroladestationen mit unterstützt und gefördert, genauso wie den Tennisverein, als es darum ging, in der Halle eine neue Innenbeleuchtung zu etablieren, die nachhaltig und klimafreundlich ist. Ja, Ammerbuch braucht aber noch mehr, insbesondere eine verlässliche und leistungsstarke Verbindung auf der Ammertalstrecke auf der Schiene. Die Regionalstadtbahn mit ihrem ersten Modul wird bald fertig und ist ein wichtiger Beitrag dazu. Ganz stark macht Ammerbuch aber das ehrenamtliche Engagement, das Miteinander in der Gemeinde und in den Vereinen. Ob es die Spielplatzinitiative ist, ob es das Engagement der Bürgerinnen und Bürger bei der Dorfsanierung ist oder wenn es um das Mehrgenerationenwohnen geht. Hier packen alle mit an, miteinander, wegen morgen.